CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als ich im Jahre 1998, im Herbst des Jahres 1998, erstmals in den Deutschen Bundestag gewählt wurde, war das Friedensabkommen von Dayton nicht ganz 3 Jahre alt. Und uns trennten noch einige Jahre von der eben erwähnten Thessaloniki-Agenda von 2003. Und in dieser Zeitspanne zwischen 1998 und 2003 war ich vermutlich nicht der Einzige, der von dem Zeitplan, auf dem sich eine Integration des Westbalkans in Richtung Europa, in Richtung einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union vollziehen konnte, so richtig keine Vorstellung hatte. Und deswegen ist es in der Rückschau durchaus erstaunlich, das sage ich heute speziell auch mit dem Blick auf die Republik Kroatien, was sich seit dem Beginn der Beitrittsverhandlungen getan hat. Da ist eine ganze Menge gearbeitet worden. Und ja, Herr Staatsminister, es ist richtig, wir haben unsere Lektion gelernt. Nicht nur die Bundesregierung, auch die Fraktionen des Deutschen Bundestages haben die Lektion gelernt aus Fehlern, die in Beitrittsverhandlungen in der Vergangenheit gemacht worden sind, etwas zu lernen. Auch die Europäische Kommission hat diese Lektion gelernt. Josip Juratovic hat zu Recht darauf hingewiesen und die Systematik der einzelnen Paragraphen in den Beitrittsverhandlungen umgestellt. Und es zeigt sich in den jetzt zu Ende gegangenen oder jetzt zu Ende gehenden Verhandlungen mit Kroatien, dass diese Umkehr in der Reihenfolge der Paragraphen, der Abschnitte, die in den Beitrittsverhandlungen aufgerufen worden sind, richtig war und dass diese Agenda auch für die Zukunft richtig ist. Ich will ausdrücklich auch noch einmal anerkennen, weil Michael Link darauf verwiesen hat, richtigerweise, das, was seinerzeit nicht ganz unumstritten war, der Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher und Bundeskanzler Helmut Kohl als eine der ersten international in Anführungszeichen vorgeprescht sind mit der Anerkennung der Unabhängigkeit Kroatiens, heute weitgehend unstrittig ist und diesen beiden für eine damals visionäre Entscheidung nicht nur im Interesse von Kroatien durchaus zu danken ist. Und Herr Kollege Juratovic, nach dem, was Sie gesagt haben, kann ich durchaus nachvollziehen, dass das vor dem Hintergrund Ihrer Biografie, nicht nur in dieser Debatte, sondern auch in den Gesprächen, die wir im Ausschuss noch vor uns haben, durchaus einen bewegenden Moment darstellt und dass sozusagen die Integration nicht nur Kroatiens nach Europa, sondern auch des Westbalkans dorthin sich im Deutschen Bundestag auch in Ihrer Person ein gutes Stück weit nachvollzieht und zeigt, dass die Perspektive heute weitgehend politisch unstrittig ist. Wenn man den Monitoringbericht der Kommission vom Oktober sich nochmal zur Hand nimmt und die 10 Punkte versucht durchzudeklinieren, die die Kommission seinerzeit genannt hat, an denen noch etwas zu arbeiten ist, dann kommt man auf die 8, die Michael Link genannt hat, die weitgehend abgearbeitet sind. Und es sind noch 2 Punkte, die noch offen sind. Wir stehen jetzt gemeinsam vor der Aufgabe, wir im Deutschen Bundestag, aber auch die Kolleginnen und Kollegen des kroatischen Hohen Hauses. Ich will auch anerkennen, dass der Botschafter und die Angehörigen der kroatischen Botschaft sich in diese Debatte konstruktiv einbringen, dass wir an der Abarbeitung der 2 noch ausstehenden Probleme konstruktiv arbeiten. Ich will die Werftenproblematik nennen, die auf einem guten Weg scheint, so wie ich das beurteilen kann, und zweitens die Frage der Justiz. Da sind ein paar Dinge noch zu regeln. Wenn ich etwa die Durchführung regelmäßiger Gerichtskontrollen nenne, Sofortmaßnahmen, die Abordnung von Richtern, die Übertragung von Rechtssachen auf weniger überlastete Gerichte, das ist umgesetzt. Und jetzt im laufenden Monat Februar und im März 2013 stehen die Zivilprozessordnung und das neue Gerichtsgesetz zur zweiten Lesung und zur Schlussabstimmung im kroatischen Parlament an. Wenn das geschafft ist, dann sind wir tatsächlich an dem Punkt, an dem wir Vollzug melden können, weswegen ich trotzdem eine gewisse Sympathie für den Vorschlag habe, auch nach dem erfolgten Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union trotzdem einen Blick darauf zu werfen,
dass die Reformbestrebungen auch nach dem Beitritt weitergehen, um auszuschließen, dies unter dem Stichwort, wir haben unsere Lektion gelernt, dass nach erfolgtem Beitritt möglicherweise, wie wir es an anderer Stelle auch schon feststellen konnten, nicht in Kroatien, aber anderswo, die Dinge wieder in eine andere Richtung gehen, nachdem der Beitritt erfolgt ist. Auch an dieser Stelle sollten wir aus der Vergangenheit etwas lernen. Ich will eine Bemerkung machen mit einem durchaus etwas kritischen Unterton, und zwar deswegen, wir haben im Deutschen Bundestag die Gerichtsurteile weder des Europäischen Gerichtshofs noch unserer nationalen Gerichte zu kommentieren. Ich will aber dem Eindruck entgegenwirken, der vielleicht im einen oder anderen Kommentar auch in der kroatischen Presse entstanden sein könnte. Ich formuliere bewusst vorsichtig. Das Urteil von Den Haag haben wir nicht zu kommentieren, wir nehmen es zur Kenntnis. Aber ich lege Wert auf die Feststellung, dass die Aufarbeitung der Kriegsverbrechervergangenheit mit dem Urteil von Den Haag nicht beendet ist, sondern dass dieser Prozess selbstverständlich weitergehen muss. Ich will mit einer positiven Botschaft enden, meine Damen und Herren. Ich will den Kroatinnen und Kroaten auf dem Weg zur Europäischen Union zum 1. Juli 2013 ausdrücklich im Namen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion alles Gute, viel Erfolg wünschen und die Zusicherung geben, dass wir diesen Prozess konstruktiv weiterhin begleiten werden, und will dankend anerkennen, dass in der Schlussphase, bevor der Beitritt zum 1. Juli 2013 erfolgt, die Kroaten deswegen ein gutes Signal in die Region gesandt haben, weil sie sich mit denen, die noch nicht so weit sind, ich nenne Montenegro und Serbien, in einem konstruktiven Dialog befinden, beispielsweise was die Übersetzung und die anschließende Umsetzung des Acquis Communautaire betrifft. Das ist ein schönes Signal, nicht nur von einem Beitrittskandidaten an diejenigen, die noch nicht Beitrittskandidat sind, sondern ein schönes Signal für die Endphase dieser Verhandlungen bis zum vollzogenen Beitritt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.